Stellen Sie sich umgekehrt einmal vor. Es wird weitergebaut, das Projekt wird fertiggestellt und dann stellt sich heraus, aufgrund der parlamentarischen Kontrolle und auch der Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, dass das niemals gebaut hätte werden dürfen. Stellen Sie sich das einmal vor. Und es gibt noch weitere Gründe, ich möchte jetzt nicht ins Unternehmensrecht reingehen, warum das auch für die Betreiber äußerst unangenehm werden könnte. Ja, okay, solche Dinge, die nicht gebaut werden hätten dürfen, aber im Betrieb sind und auch nicht eingestellt werden, haben wir in der Steiermark genug, ist ein Stichwort Einkaufszentrum. Was heißt das jetzt politisch für Sie? Ich meine, das wird gebaut, das ist... Schauen Sie, politisch ist es... Politisch... Ich komme gerade aus Karpfenberg und bin die meiste Zeit in Wien und ich kann Ihnen nur ansagen, wir haben dort gerade eine Baustoffdeponie-Geschichte bei uns im Lammental, über die werde ich demnächst erzählen. Ist immer die gleiche Geschichte. Da gibt es eine Wirtschaftspartei, die für eine unglaubliche Wirtschaft sorgt. Die Wirtschaftspartei tut das, was ihre großen Sponsoren und ihnen nahestehende Betriebe, Organisationen und Konzerne anschaffen. Das ist in ganz Österreich so. Da werden Gesetze ignoriert, da werden ökologische Interessen ignoriert. Hauptsache es wird gebaut, Hauptsache es wird das getan, was sich die Firmenvorstände wünschen. Und damit muss mal Schluss sein, das ist ja keine neue Geschichte. Das haben wir nicht nur bei Kraftwerksbauten in ganz Österreich. Und dagegen muss es rechtsstaatliche Mittel und rechtsstaatliche Verfahren geben und das tun wir jetzt. Wir müssen die Steuergelder und den Rechtsstaat vor derartigen Politikern und hinter ihnen stehenden Unternehmen schützen. Das tun wir jetzt. Und das können wir ganz gut. Bitte, Sie haben Sie noch Fragen? Das Zivilrecht kann ja nicht gehen mit der einstweiligen Verfügung. Gibt es irgendwo einen Zivilrechtsanspruch? Ein Anrainer, der sagt, die Bewilligung ist rechtswidrig erteilt worden, aber der hätte sich schon am Verwaltungsverfahren beteiligen müssen. Also da müsste man ganz woanders ansetzen. Es beginnt damit, dass diese Projekte ja schon auf der verwaltungsrechtlichen Ebene so komplex sind, dass sich Bürgerinitiativen und Anrainer diese Verfahren gar nicht leisten können. Und damit spekuliert natürlich wieder die Politik. Aber ganz konkret, es geht darum, wenn jemand Parteienstellung hat, und das sind in der Regel erstens die Gebietskörperschaften und zweitens die direkten Anrainer, das sind die zwei großen Gruppen, da kann natürlich jemand, der Parteienstellung hat, sagen, okay, da ist jetzt was passiert. Da sind neue Fakten bekannt geworden, das hätte eigentlich nicht gebaut werden dürfen. Ich lasse jetzt prüfen, ob ich zivilrechtliche Schritte setzen kann. Wenn jemand, der oder die Parteienstellung hat, sich an uns wendet und sagt zum Beispiel, mein Grundstück grenzt da direkt an. Wenn da wer zu uns kommt und sagt, schauen wir uns das gemeinsam an, dann werden wir selbstverständlich auch dafür einen Rechtsanwalt zur Verfügung stellen. Wir werden jedes mögliche Verfahren gegen die Betreiber und gegen ihre politischen Hinter- oder Vordermänner führen. Und wenn das zu einer einstweiligen Verfügung führt, soll mir das sehr recht sein. Das ist im Interesse der Stadt und im Interesse der Umwelt. Sie berufen sich auf ein paar oder einige wissenschaftliche Arbeiten. Welche Arbeiten sind das und wie tun Sie jetzt erstellt? Sie haben die SAPA-Sanktion in der Umwelt und da haben wir ausführlich dokumentiert, welche Unterlagen wir also konsultiert haben, welche Unterlagen uns zur Verfügung standen sind auch. Weil andere haben wir eben nicht bekommen zum Teil. Sie haben in der Mappe auch ein paar Unterlagen oder Auszüge aus Unterlagen, die besonders brisante Details enthalten. Wenn ich das jetzt alles aufzählen muss, wäre es zu lang, aber die Liste ist in der Sachverhaltsdarstellung. Ja, man kann vielleicht zwei Punkte herausgreifen. Also die Studie des WWF vom Dezember 2015 rechnet im Detail die betriebswirtschaftliche Seite nach, kommt zum Ergebnis, dass sich das Kraftwerk als Standalone ohne öffentliche Zuschüsse auf keinen Fall rechnet.
Das ist ein Beispiel. Dann haben wir ein rechtliches Gutachten von der Universität Linz, das eindeutig zum Ergebnis kommt, dass dieses Joint Venture eine illegale Beihilfe darstellt. Also im Sinne der Union. Im Sinne auch des Europarechts. Ja. Dazu kommt ja, dass aus österreichischer Sicht der finanzielle Beitrag der ESTAG ja, man hat das bewusst umgedreht. Ursprünglich hätte die ESTAG einen finanziellen Beitrag zum Projekt leisten sollen, der den eigenen Baukosten entspricht. Und das hat man dann umgedreht und gesagt, naja, er zahlt ein bisschen was zu den Betriebskosten dazu. Das heißt, die Stadt Graz übernimmt einen viel größeren Kostenteil, aber dadurch, dass sie als Bauträger auftritt, ist das nicht als Subvention ausgewiesen. Also jetzt kurz nochmal. Einer der vielen Tricks in dem System. Die Frage war mal von Unterlagen, das sind Stadtrechnungshof Graz, das sind die Berichte im Gemeinderat, das ist die Studie BfK Beute zum zentralen Speicherkanal, das ist die Kurzmann-Studie volkswirtschaftliche Effekte der Richtung des Murkraftwerks, das ist die Studie im Lichte des EU-Beihilfenrechts der Kepler-Universität Linz. Und das ist für WWF die Studie Wirtschaftliche Perspektiven Murkraftwerk von E3 Consult aus dem Dezember 2015. Sie finden das in der Anlage zur Sachverhaltsdarstellung. Vielleicht ergänzend die gesamten Vertragskomponente und die Kooperationsverträge zwischen der Österreich und der Stadt Graz. Also der wasserrechtliche Bescheid, wo drinnen steht, dass das Kraftwerk jetzt, dass der ZSK jetzt schlechter ist als vorher, also seine für praktisch jede Behauptung haben Sie da Fußnote und finden Sie die Unterlagen dazu, meistens mit Link. Und wir haben anschließend noch Zeit. Ja, und sollten Sie Unterlagen aus einer elektronischen Form benötigen, kann ich Ihnen das gerne zuschicken. Ich habe eine Liste unter umgegeben, bitte die E-Mail-Adresse einzutragen. Sie können auch zu mir kommen. Ich sollte was ergänzen dazu. Bei solchen Projekten müssen wir immer schauen, bevor wir eine Sachverhaltsdarstellung machen, dass wir ausreichende Expertise im technischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich und im juristischen Bereich, insbesondere auch was Europarecht betrifft, haben. Und da haben wir die glückliche Voraussetzung, dass zu allen drei entscheidenden Bereichen es Studien, Bescheide und Unterlagen gibt. Und wir uns deshalb auf eigentlich ziemlich sicheren Boden bewegen, obwohl uns ein paar Dokumente fehlen. Wie sieht jetzt eigentlich aus? Ist das Realität, jetzt zu bekehren, dass ihr für alle Vorgänge, die es ja in der Das ganze demokratisch auch abgesichert zu haben. Das ist nicht der Punkt. Die Verantwortung der Organe bleibt ja trotzdem bestehen. Nehmen wir jetzt das Beispiel Eurofighter. Die zuständigen Regierungsmitglieder haben sich immer wieder vom Parlament bestätigen lassen, dass das eine ganz tolle Sache ist. Na, das ist für mich keine überwältigende Neuigkeit, dass der Regierungs nahestehende Mehrheiten im Parlament oder im Gemeinderat sagen, das ist eine ganz tolle Idee. Rechtlich bringt es überhaupt nichts. Untreue ist untreu, auch wenn ein Gemeinderat einen Beschluss fasst, dass das die Krönung der ganzen Stadtentwicklung ist, wenn man das Steuergeld beim Fenster rausschmeißt. Da würde ich noch Folgendes ergänzen. Schauen Sie sich den Bericht an den Gemeinderat vom 22. September 2016 an. Da sagt der Bürgermeister, wir müssen leider das Budget von 64 Millionen auf 84 Millionen erhöhen. Aber in Summe ist es jetzt alles viel besser für die Stadt. Da wird auf 1,5 Seiten so viel Sand in die Augen der Gemeinderatsmitglieder gestreut. Selbst wenn die wissen wollten, worum es geht bei dem Projekt, sie würden nicht draufkommen. Also wir gehen davon aus, dass auch die Mitglieder des Gemeinderats getäuscht worden sind. Aber ich gehe auch davon aus, dass sich die mehrheitsbeschaffenden Mitglieder des Gemeinderats sehr gern täuschen haben lassen. Wenn ich da noch was ergänzen darf, im Bericht an den Gemeinderat vom 7. Juli 2016, wenn ich das Datum richtig im Kopf habe, sagt der
damalige Finanzstadt ganz ausdrücklich, dass die Stadt einen Weg finden muss, der S-Bahn unter die Arme zu greifen. Und sagt auch, dass das Land schon einen Weg gefunden hat, die S-Bahn bei dem Bau des Kraftwerks zu unterstützen. Und beide Unterstützungen sind Beträge, die den ZSK betreffen. Noch ergänzend zu dem Thema Gemeinderat. Im Gemeinderat ist ein Kooperationsvertrag beschlossen worden, der von der SDAG unterschrieben worden ist. Es gab dann noch einmal einen Beschluss, wo ein deutlich geänderter Kooperationsvertrag so ganz schnell durchgewunken wurde, der sich aber eklatant unterscheidet von dem, der vom Stadtrechnungshof geprüft wurde. Das heißt, das, was jetzt tatsächlich Vertragsgegenstand ist, war kein Gegenstand der Prüfung des Stadtrechnungshofes. Und dort gibt es einige Pikanterien drin, ja. Mit immer Schaden für die Grazerinnen und Grazer. Ich glaube, Sie wollten. Was der Zeitplan jetzt ist, wollte ich fragen. Ist die Klage schon eingereicht worden? Oder? Die ist gerade am Weg zur Staatsanwaltschaft. Wir machen das immer so, dass wir am Tag der Präsentation einer Sachverhaltsdarstellung die auch einbringen. Also heute kriegt das die Staatsanwaltschaft. Das ist die Anzeige mit 200 Seiten Beilage. Was erhofft sich, wie schnell oder in welchem Zeitrahmen kann man mit? Das ist schwer zu sagen, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist ja der Kern unserer Vorwürfe relativ einfach und relativ einfach zu überprüfen. Da braucht man nur ein bisschen rechnen können. Wenn die WKSDA uns folgt und sagt, 81 Millionen minus 13 Millionen Annuitäten, die die S-Tag beitragen will, plus 3 Millionen Hälfte Anteil Uferbepflanzung bleiben, bleiben 71 Millionen. Frage ist, ob bei einem möglichen Schaden auch noch der überwiegende stattverbleibende Anteil der Betriebskosten 1,5 mal zumindest 25 mitzurechnen ist. Ich würde im Zweifel sagen, eher ja. Sind Sie bei einem Schaden von 70 Millionen bis möglicherweise weit über 100 Millionen? So, das ist der Punkt, das ist relativ leicht überprüfbar. Das ist kein großes Problem. Eine erfahrene Staatsanwalt oder Staatsanwältin schafft das relativ leicht. Was passiert? Es werden von der WKSDA Beamte mit Ermittlungen betraut und dann kommt es zu Zeugeneinvernahmen. Und dann wird eine ganze Reihe von Personen und jetzt beschuldigten Einvernahmen angefangen mit dem Grazer Bürgermeister geben und dann wird es eine ganze Reihe von Zeugen und Zeuginnen einvernahmen. Wie lange dauert so ein Verfahren? Ich kann es Ihnen schwer sagen, weil ich nicht weiß, wie viele Ressourcen die WKSDA dazu zur Verfügung stellt. Aber rechnen Sie damit, dass die Prüfung des Vorhabens selbst wenige Monate dauert. Das geht sehr geschwind. Dann beginnen im Regelfall ernsthafte Ermittlungen. Und dann müssen Sie etwa 1 bis 2 Jahre rechnen, dass es zu substanziellen Ergebnissen kommt. Das ist eine ganz vage Schätzung. Ich möchte wirklich der Justiz nicht reinfuschen. Aber das sind ungefähr meine Erfahrungswerte. Das heißt, ja, am Ende dieses Zeitraums ist es möglich, dass das Verfahren in welcher Form auch immer abgeschlossen wird. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht darüber spekulieren, weil da sind wir sehr vorsichtig, in welcher Art und Weise dieser Abschluss erfolgen könnte. Aber ein Bürgermeister, der 70 Millionen Beschuldigter, sagt, eigentlich müssen wir den Gürtel so eng schnallen, dass wir in Graz fast keine Luft mehr kriegen, ist natürlich eine bemerkenswerte Erscheinung. Das ist ein blödes Stichwort. Finanzkrise der Stadt Graz haben Sie angesprochen. Im vorigen Jahr war die Sondergemeinderatssitzung zum Mittag und der damalige Finanzstadtrat hat ja einen kurzen Umriss gegeben und es ist alles in Ordnung mit den Finanzen der Stadt Graz. Ja, das ist dann immer so. Auf der einen Seite wird relativ offen gesagt, wir pfeifen aus einem der letzten Löcher. Und ich befürchte, dass Graz finanziell aus einem der letzten Löcher pfeift. Weil wenn die Schulden sich in der Höhe eines Jahresbudgets bewegen, und zwar die ausgewiesenen Schulden, und keine Ahnung, was da sonst noch da ist, was es sonst noch an Verpflichten, Verbindlichkeiten und so weiter gibt, wenn die ausgewiesenen Schulden in der Höhe eines Jahresbudgets sind,
dann kann man zumindest eines sagen. Dann soll der Bürgermeister gefälligst die Spendierhosen ausziehen und dann muss man dafür sorgen, dass er nicht mit 70 Millionen Paketen um sich schmeißt. Ein Bürgermeister, der in einer Stadt, die akut von der Finanzkrise betroffen ist, ein 70 Millionen Geschenk macht, der muss schon sehr genau erklären, warum er das tut. Noch dazu, das für vollkommen unfassbar. Noch dazu, wo in der Rechnung so ausdrücklich gewarnt hat, ja? Im Mai 2016 schreibt der Rechnungshof zu dem Kraftwerksprojekt, nachdem vorher gesagt wird, naja, genau angeschaut haben wir es uns eh nicht, da haben wir keine Zeit und da fehlen die Unterlagen. Aber im Endeffekt, sagt der Rechnungshof, auf die generell angespannte Finanzlage der Stadt Graz und auf das Erfordernis, Investitionsvorhaben auf das absolut notwendige Mindestmaß zu reduzieren, insbesondere Investitionen nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu beschränken. Sei hingewiesen. Jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen. Da sagt der Rechnungshof dem Bürgermeister und der Stadt, ihr müsst sparen und bitte nur das Nötigste ausgeben. Und die Antwort des Bürgermeisters lautet, Jesus, nein, jetzt haben wir 70 Millionen ausgegeben. Das gibt es doch nicht. Das ist ja unvorstellbar. Im Gegenteil, 20 Millionen vom Zeitpunkt dieses Berichts zur endgültigen Beschlussfassung kommen noch 20 Millionen dazu. Ja. Zudem ganz klar ist, dass es keine rechtliche Verpflichtung der Stadt gibt, diesen ZSK zu bauen. Das war immer klar. Im Gegenteil, die Stadt bescheinigt sich in einem Abkommen mit der Kraftwerkserrichtungsgesellschaft sogar selber, dass sie diesen Kanal bestenfalls irgendwann in der Zukunft bauen muss. Wobei das komplett offen gelassen wird, wann das wäre. Wissen Sie, das Einzige, was mich wundert, ist, dass die Stadt Graz nicht gesagt hat, das ist eh schon wurscht, bauen wir gleich für die Eurofighter einen Flugplatz dazu. Claudio Schiesel, Inside Politics. Herr Dr. Pilz, inwiefern arbeiten Sie noch auf der Ebene mit Werner Kogler oder Pavlovich Meixner zusammen? Gibt es da Austausch? Ein kleines privates Gespräch mit Werner Kogler geführt. Wir haben nicht im Detail über das Projekt Murkraftwerk gesprochen, aber das ist eine Selbstverständlichkeit, dass, wenn es notwendig sein sollte, wir sehr eng kooperieren werden. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste und ich verrate kein großes Geheimnis, dass ich den Werner Kogler nach wie vor politisch und persönlich sehr schätze. Und die zweite Frage ist, haben Sie sich in der Sache auch die SA Immobilien GmbH angeschaut? Also das ist dieses Immobilienunternehmen, was mehr oder weniger über fünf Hände dem Herrn Magister Nagel gehört. Natürlich sind wir darauf gestoßen und natürlich ist das Teil unserer weiteren Recherchen. Und natürlich stellen wir uns die Frage, na, wer profitiert denn jetzt davon? Wer profitiert denn von der Aufwertung bestimmter Immobilien? Wer profitiert denn von der Begrünung und Bepflanzung und von einer stehenden Wasserfläche? Da hat ja wer was davon. Sicher nicht die Stadt Graz. Und wir müssen uns diese Immobilienentwickler auch deshalb anschauen, weil ja beim Wechsel von Graz, wir müssen uns die Immobilienentwickler auch deswegen genau anschauen, weil beim Wechsel von Schwarz auf Türkis sich herausgestellt hat, dass die neue ÖVP verstärkt auf Immobilienunternehmen setzt. Wenn Sie sich die Spenderliste der Nationalratswahl anschauen, sind 2/3 der Spender und Spenderinnen Leute aus der Immobilienbranche. Die ÖVP wird immer mehr zu einer Partei der Immobilienvertreter. Und dieses Motiv müssen wir uns gerade in Graz sehr genau anschauen. Deswegen schauen wir uns an, die Wertentwicklung der Immobilien, den Spekulationsverlauf, politische Naheverhältnisse, Firmenkonstruktionen und Beteiligungen. Mit dieser Recherche sind wir erst am Anfang, aber glauben Sie mir, das habe ich gelernt. Das ist das, was ich glaube, ich ganz gut kann. Haben Sie da auch auf Unterlagen aus dem Wahlkampf zurückgegriffen, weil das Thema war ja schon im Graz-Wahlkampf 2017? Nein, ich habe auf keine Unterlagen aus dem Wahlkampf zurückgegriffen, sondern wir machen das normalerweise so. Da sind wir in einigen Recherchen in Graz und einige müssen wir neu beginnen, dass wir das systematisch aufarbeiten. Da geht es historisches Firmenbuch, da geht es die ganze historische Entwicklung der Spekulation in diesem Bereich.
Da geht es Grundbuchanalysen, alles Mögliche, das haben wir vor uns. Aber das wird systematisch gemacht, weil auch eigene Leute aufstellen und das recherchieren. Es gibt auch ein paar lustige Details an dem Projekt, zum Beispiel die wunderschöne Bucht, gerade südlich der Seifenfabrik, wo auch zufällig der Bruchsteg, der etwas erhöht werden muss, nicht nur erhöht wird, sondern irgendwie aus nicht näher beschriebenen Gründen direkt südlich der Seifenfabrik gleich bei der Bucht landet. Schauen Sie mal. Wie wandert der zur Seifenfabrik? Es würde mich nicht überraschen, aber ich möchte nicht vorgreifen. Es könnte sich herausstellen, dass aus einem, dass sich hinter dem Energieprojekt ein Immobilienprojekt verbirgt. Zumindest zum Teil. Und sowas schauen wir uns schon an. Also wir reden ja von 100 Millionen unter Umständen. Das ist viel zu früh zu sagen. Die Spekulationsgewinne, die Aufzonungsgewinne und so weiter, das, da reden wir anders mal drüber, wenn wir belastbare Zahlen haben. Gut, wenn es keine Frage gibt, dann sage ich danke für Ihr Kommen und für die Berichterstattung schon im Voraus. Wie gesagt, wenn Sie sich bitte in diese Liste eintragen könnten und wenn Sie es wünschen, schicken Sie gerne die Unterlagen nochmal in elektronischer Form zu. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!